Ja, herzlich willkommen auf der C-Modellbauer. Heute testen wir das neue Gimbal. Gleich nach dem Intro. Ja, heute will ich hier das Gimbal testen, was wir letztens hier im Cut gebaut haben. Mit dem Getriebe, dass wir die 180 Grad Verstellung hinbekommen. Ich werde es hier an meinen Skyglider anbringen und dann werden wir gleich mal ein paar schöne Runden fliegen. Ich würde sagen, ich baue das Ganze hier mal soweit zusammen und dann sehen wir uns vor dem Abflug beim Endtest und dann geht's los. So, ich habe den Flieger jetzt hier soweit vorbereitet. Ich habe jetzt hier das Gimbal auf Neutralstellung gestellt. Wie ich das hier eingestellt habe, hatte ich in dem Video von dem ersten Gimbal-Version schon mal gezeigt. Ich bin jetzt hier in der Neutralposition, das heißt, die Servos sind 50-50 ausgerichtet und ich kann sie auch nicht hier mit dem Headtracker oder mit den seitlichen Einstellschiebern am Sender bewegen. Wenn ich jetzt hier die Position auf nach unten bewege, dann habe ich hier meine beiden Potis aktiv und wenn ich hier in der Mitte bewege, ist der Headtracker aktiv. Den müsste ich jetzt mal einmal hier auf Kalibrieren drücken. Ja, wenn ich jetzt hier auf den roten Knopf drücke, dann kalibriert sich das Gimbal, Mittelstellung, und dann kann ich es quasi von der Position aus in alle Richtungen schauen. Auf geht's! Yeah, auf geht's! Ja, so, ich habe jetzt hier mal das Gimbal eingeschaltet. Wie ihr seht, hier kann ich jetzt schön hier in die Kurve schauen und hier meinen Wing anschauen. Ich kann auch ganz nach unten schauen, der anderen Seite auch schön weit nach hinten schauen. Super geil. Gefällt mir richtig gut. Haben mal hier einen kleinen Überflug hier über den Startplatz. Da kann ich jetzt hier schön auf meine Position schauen, hier schön am Flieger vorbei. Da unten. 50%. Und mal an die andere Seite schauen, ja. Ja, das funktioniert richtig gut, finde ich. Hier auch mit einer angemessenen Geschwindigkeit. Ich schlackere mal hier mit meinem Kopf. Schlacker mal hier mit meinem Kopf, ihr könnt es sehen, die Bewegung ist sehr smooth, ist auch sehr direkt, das Getriebe funktioniert sehr gut.
versuchen mal hier eine Einladung zu machen. Schönen Überflug hier wagen. So, wir versuchen mal jetzt hier einzulanden. Ja, hier, das Gimbal ist wieder unten am Boden. Hat super funktioniert, wie ich finde. War ein tolles Projekt. Version 2 hat sich, wie ich finde, gelohnt. Falls euch solche Projekte hier interessieren und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen unten drunter. Und dann sehen wir uns alle wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziguan, der RC-Modellbauer. Ciao.